Nochmal Blau-Rot TV nach dem 4:0-Sieg gegen den FC Krai. Bei mir mein Co-Kommentator der letzten Woche, Kevin Weggen. Schön, dass du wieder auf dem Platz stehen konntest. Und ja, das Ganze auch gleich sehr erfolgreich. 4:0-Sieg, endlich mal vorne die ein oder andere Chance genutzt, hinten nicht zugelassen. Bist du zufrieden heute? Ja, schon. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Was mich ein bisschen persönlich aufgeregt hat, war, dass wir die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit wieder uns ein bisschen hinten reinfallen lassen. Das haben wir ganz klar in der Kabine angesprochen, weil ich gesagt habe, wir sollen vorne drauf gehen. Da waren Robin hat es genauso gesagt und Levan und Leo auch, dass wir vorne drauf gehen, dass wir die gar nicht spielen lassen. Und das haben wir, glaube ich, super gemacht. Am Ende gewinnen wir 4-0, aber ich glaube, wir hätten das ein oder andere Tor noch mehr machen müssen. Aber alles in allem sind wir zufrieden und da können wir weitermachen. Gelegenheiten gab es ja durchaus am Ende noch die ein oder andere, die wurden dann etwas inkonsequent ausgespielt. Zwei Abseitstore noch, bei dem einen war ich mir nicht ganz sicher, bei dem zweiten, ob es wirklich dann Abseits gewesen ist. Was noch aufgefallen ist, alle Tore aus der Distanz heute, ne? Ja, da sagst du was. Wir wussten ja, dass Krai sehr, sehr tief stehen wird. Mit einer Fünferkette haben die angefangen und da dann irgendwann mal das Loch zu finden, ist schwierig. Haben wir dann durch Levis Geniestreich quasi dann gefunden und wir mussten dann, dass die nachher aufmachen und wie du schon richtig gesagt hast, wir haben noch zwei Abseitstore gemacht. Ich glaube, am Ende können die sich nicht beschweren, wenn das hier 6, 7, 8-0 ausgeht. Ne? Und das stimmt mich positiv für die nächsten Wochen. Jetzt habt ihr erstmal noch eine Woche frei. Ist es nach so einem Spiel jetzt wahrscheinlich eher doof, dass man jetzt nicht nächste Woche direkt nachlegen kann, oder? Eigentlich sollte man den Schwung ja mitnehmen. Jetzt kommt dieser Block dazwischen, ist eher ungünstig, oder? Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir trotzdem irgendwie spielen werden, wenn es geht. Dass wir halt im Rhythmus bleiben. Und für uns ist wichtig, dass wir jetzt bis zum Winter das Programm durchziehen. Und da alles andere ist erstmal uninteressant. Ja, dann hoffen wir auf weitere 3 Punkte in den nächsten Spielen und dann gucken wir einfach mal, wie es im Winter aussieht. Danke dir. Danke.